Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ja, und ich habe mal wieder Post bekommen von der lieben Anja Gebler vom Papier und Stift. Ja, die hat sich echt getraut, mir einen wirklich sehr teuren Füller ja, anzuvertrauen zum Testen und zum Reviewen für euch, ja. Aber wie das bei der Anja Gebler oft so ist, schickt sie einem dann nicht nur das mit, was man bestellt hat. Oder ja, also sondern auch so ein paar kleine Beipackzettelchen, nee, Beipack-Goodies, kann man sagen, ja. Und zwar will ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Einmal hier so ein schönes Notizbuch von Atoma, ja, mit gedottetem Papier. Ja, schaue ich mir auch mal demnächst an, ja. Also das heißt, da gibt es dann wohl ein neues ja, Notizbuch-Review. Und ja, dann hat sie mir noch zwei Tinten zugeschickt. Und zwar, ja, hier so zwei Tintenfässlein hier mit so einer Krawatte hier dabei, ja, wo man hier quasi noch einen kleinen Swatch hier ziehen kann von der eigentlichen Farbe. Sehr, sehr schön. Und zwar von Teranaki, nee, Teranishi, Moment, ich muss gucken. Teranishi Haikara Gita Gold Star Melancholic Blue und Gentle Green. Ja, so. Und warum zeige ich euch die Tinten? Ich habe die beide schon ausprobiert. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und fürs heutige Schreibbeispiel möchte ich euch gerne mal so hier die da hier zeigen, die Melancholic Blue. Ja, und dazu dann ein wenig später mehr. Okay, also Otto Hood. Design 08 ist ja eine ziemlich hohe Zahl, die es gibt bei Otto Hood. Das bedeutet, je höher die Zahl ist, desto größer ist der Füller, desto teurer ist er, desto edler ist er, ja. Und ja, ich bin bei Otto Hood immer so ein bisschen skeptisch, ne, weil ja, ich bin halt so ein bisschen Waldmann gebrandet, ne. Und natürlich probiere ich auch gerne auch noch andere Marken aus. Otto Hood ist ja auch ein sehr bekanntes Unternehmen. Und da schaue ich mir gerne mal an, was die Anja Gebler mir da geschickt hat. Ist übrigens eine Leihgabe. Also ich kriege ihn nicht geschenkt, leider, ja. Aber bei dem Preis von 1150 Euro aktuell absolut verständlich, ja. Okay, gut. Also von daher, ich werde ihn sehr pflegsam umgehen, auch wenn ich keine Handschuhe tragen werde. Ja, zum Füller selber. Ja, der kommt hier in dieser schönen, ja, fast schon matt silbrig glänzenden Box hier mit dem Otto Hood Logo drauf. Ja, das lässt sich hier so herausziehen. Die eigentliche Schachtel mit dem Füller drinne. Ja, und wie sich das bei Otto Hood so oder bei vielen ja, Schreibgeräten so schön gehört, haben wir hier eine große Box. Die ist zwar nur aus Pappmaché, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Wichtige ist ja der Füller, dass der sicher verstaut ist. Und das ist er. Ja, so wenn wir hier die Packung aufmachen, sehen wir gleich, was im Lieferumfang mit dabei ist, nämlich ein schönes Poliertuch von Otto Hood. Ja, das lasse ich jetzt hier ungeöffnet drin, ja, weil wie gesagt, es ist eine Leihgabe und da möchte ich, dass der Anja so unbeschadet oder unbenutzt wie nur möglich wieder zurückgeben. Okay, so, also, dann schauen wir mal hier. Da ist dann der Riesenbrocken drin und ich meine Brocken. Ja, und das werdet ihr auch gleich sehen im Füllergrößenvergleich. Was ein Monster. Naja, gleich weiter. Wenn wir jetzt hier das Bettlein so ausheben, das werde ich auch ein bisschen behutsam machen, sehen wir, was noch hier mit drin ist. Nämlich eine schöne ja, Ledertasche, so ein kleines Lederetui, wo man quasi den Füller hier so hineinstecken kann, wenn man das wollen würde. Ja, man muss ein bisschen gucken, dass man das Ding da hier reinkriegt, weil ihr lieben Jungs, gell? Ja, lacht ruhig, gell? Manchmal ist es ein bisschen enger. Ja, es ist manchmal ein bisschen enger, aber es geht. Ja, also so wirklich sicher scheint er da nicht drin zu sein. Und ungeachtet des ja, Füllmechanismus wäre ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig damit. Also ich würde
Das ist vielleicht nicht unbedingt benutzen, aber es ist zumindest dabei. Dann haben wir hier noch so ein paar andere schöne Sachen mit dabei. Ja, hier haben wir noch ein Otto-Hut, ja, Poliertuch mit dabei. In Schwarz. Dann haben wir hier einmal eine kleine, ja, was ist denn das? Zum Registrieren des eigenen Füllers oder sowas, ja. Gibt ja Leute, die mögen sowas. Ich mache das jetzt nicht. Und dann hier so ein kleines Beipackzettelchen, was uns erklärt, wie man diesen schönen Füller befüllt. Und das ist auch ganz gut so, weil der Kolbenfüller, es ist ein Kolbenmechanismus, ist ein wenig tricky. Ja, und ich habe ihn nicht benutzt, so wie ich benutzen sollte. Weil es ja eine Leihgabe ist, werde ich ihn nur dippen heute. Ausnahmsweise. Und aber ich, so kann ich euch jetzt noch besser erklären. So, dann mache ich das Tüchlein hier wieder rein. Genauso wie das Lederpouchlein. Ja, so, und dann, aha, kommen wir zum Füller. Es ist ein richtiger Brocken. Ja. Und mit richtigem Brocken meine ich auch, ja, weil der ist auch nicht gerade leicht. Für das, was es ist, also ein Füller, ja, ein Öff. Und unbefüllt wiegt er, ja, knapp 80,5 Gramm oder 80,26 Gramm. Das ist nicht wenig, ja. Die Kappe, ja, da sind wir mit 25 und 10 dabei. Und der Rest, ja, 55, 1,4, also 15, 55 Gramm. Ja, und was wir hier auf jeden Fall haben, es ist ein Füller aus Metall. Ja, und zwar haben wir hier die Kappe und der Schaft, die sind gemacht aus Messing. Ja, der Griff, der ist schön matt gehalten. Aus Edelstahl. Ja, und matt und also hier die Kappe und der Schaft, die sind, das nennt sich bei Otto Hut nennt sich das Fadengloschierung und die wurde mit Ruthenium und also überzogen. Ja, sieht sehr, sehr schick aus. Ja, der Clip, ja, ich bin ja jemand, ich lege immer viel Wert auf einen guten Clip, der ist ziemlich gut, wie ich finde. Ja, der ist federgelagert. Das bedeutet, er lässt sich ein bisschen hier herausziehen, auch völlig ohne Schwierigkeiten, dass man ihn an den Sakko hängen kann oder sowas, ja. Und ansonsten haben wir hier oben noch das Otto-Hut-Zeichen hier oben drauf. Ja, die Kappe ist hier so ein bisschen eingelassen, so ein bisschen nach innen ausgearbeitet. Ein sehr schöner Füller. Ja, ich muss sagen, also in anderen Videos oder in anderen oder auf Fotos finde ich ihn doch recht hässlich, weil ich dieses Design, ne, so dieses, hier geht's da lang und da geht's nach oben und nach unten. Ich finde es, also für mich persönlich ist das ein bisschen irreführend oder ja, irritierend, sagen wir es mal so, ja. Aber wenn man den so in der Hand hat und sieht, was das für ein Brocken ist, ja, dann macht es echt was her. Ist eine Kappe mit Schraubverschluss, der öffnet in einer Umdrehung, ja, in fast zwei Umdrehungen, ja, und darunter haben wir dann diese, jetzt versuche ich wieder ein bisschen zu tricksen mit der Autofokus, ja, mit dem Focus von meinem Handy, ja, und da haben wir dann hier diese schöne große Otto Hut 18 Karat Goldfeder. Ja, hier mit dem dazugehörigen Tintenleiter, sehr, sehr schick. Ja, wie gesagt, der Füller ist jetzt noch jungfräulich und abgesehen vom Dippen wird er jetzt auch bleiben. Ja, aber das Besondere an dem Füller ist, wohl würde ich sagen, der Kolbenmechanismus. Ja, ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Es ist nicht so ganz einfach, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ja, also wir haben jetzt hier so diese Ausgangsposition, wo der Kolben nach oben gezogen ist. Ja, der Knopf ist ein kleines bisschen beweglich, ja, aber das ist wohl normal. So, wenn man den aktivieren will, man muss zuerst ein bisschen herausziehen, ja, dann tut sich zwar immer noch nichts, das ist so eine Art
Ich bin bereit. Stellung für den Füller. Denn jetzt müssen wir noch einmal ziehen. Und dann lässt sich erst der Kolbenmechanismus drehen. Ja? Wie man es gewohnt kennt. Wenn man nach links dreht, geht der Kolben nach unten. Ja, und wenn man wieder in die andere Richtung dreht, dreht sich der Kolben wieder nach oben. Und wir haben hier so, also sogar so eine schöne kleine Überdrehschutz, einen kleinen Überdrehmechanismus drin. Nee, nochmal. Einen kleinen schönen Überdrehschutzmechanismus. So, ich glaube, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, denn wie auch bei ein paar anderen Herstellern mittlerweile haben wir hier diese Ritsche-Ratsche. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gerade hörbar machen konnte, ja, aber das ratscht auch so schön, was einem sagt, hier, ich bin am Ende, ich kann nicht weiter zurückgehen. Ja, ist finde ich ein sehr nützliches, ja, Feature, denn dadurch, dass er hier der Schaft nicht durchsichtig ist, kann man leider nicht sehen, wo bin ich hier. Das Gute ist aber auch, dass man mit diesem Mechanismus, man muss nicht unbedingt den Kolben immer ganz nach unten und ganz nach oben ziehen, sondern man kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt sagen will, ich brauche nur halb, ja, oder nur ein Viertel oder sowas, wie auch immer, dann kann man das auch machen und dann den Knopf wieder hineindrücken. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, und dann beherrscht man das auch so ein bisschen, ja. Aber man muss es immer so ein bisschen drehen und dann merkt man, wenn das dann so einrastet. Ja, so, und jetzt ist er drinne. Und jetzt ist quasi wieder die Ausgangsposition erreicht. Klingt ein bisschen schief, klingt ein bisschen schepp. Ja, ich müsste mich, glaube ich, auch erst dran gewöhnen. Aber es hat seine Vorteile, ja. Ist halt ein Füller. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Wenn der Knopf hier raus, sich hier so rauszieht, ist es nicht weiter schlimm, weil wirklich schlimm oder das, also erst zu einem Unfall kommt es erst, wenn der Knopf hier ganz hinten herausgezogen ist, ja. Und so haben wir hier so einen kleinen Schutzmechanismus. Wunderbar. Okay, bla bla. Ich zeige euch mal den Füller, also in Größenvergleich mit ein paar anderen Füllern. Ja, ich will mal versuchen, ob ich euch erstmal so ein paar große Füller zeigen kann im Vergleich. Hier mit dem Himmelstier blauen Drachen. Ja, dann muss ich wieder mein Etui öffnen, damit ich die anderen schönen Sachen hier so rausholen kann. Ne? Wie den Pelikan M1000. Dann der Visconti Homo sapiens. Ich guck mal, dass ich von der Größe her recht groß bleibe. Pilot Justus 95. Dann muss ich mal gucken, der könnte vielleicht auch schon eine Gemeinde. Ne, passt noch. Waldmann Grandeur. Ja, und wenn wir erstmal groß bleiben wollen, dann hier noch der Esterbrook Esti. Boah, jetzt habe ich aber echt das Bild vollgebombt hier mit großen Füllern. Egal. Also jedenfalls, ihr könnt das sehen. Ist ein relativ großer Füller, auch ein sehr, sehr schwerer Füller. Ja. Und wenn ich die Füller wieder zurück tue in ihr Bettchen. Ja, das ist. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen autistisch, ne? Wenn ich hier so meine Füller hier, jeder hat seinen bestimmten Steckplatz. Natürlich könnten die auch woanders rein, aber nein, will ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Okay. Also dann im Vergleich noch mit ein paar anderen, eher so Standardgrößenfüllern. Hier ein Diplomat Exzellenz A2, hier auch in so einer Gulaschierung. Ja, dann haben wir hier den Lamy Allstar, einen Pelikan M200, ja, wobei ich habe hier noch einen anderen, einen neuen Füller, den ich auch noch reviewen werde. Das war
ein Geschenk von einem Zuschauer, dem Leopold aus Österreich. Ja, The Big Blue heißt die Marke, glaube ich. The Good Blue, ja, also The Good Blue. So ein schöner Füller mit Flexfeder dafür gemacht ist, für das Flexen, also für das Schreiben mit extrem viel Flex. Zeige ich euch dann mal gerne. Also jedenfalls da im Größenvergleich. Und dann kommt noch hier der obligatorische Caveco AC Sport. Ja. So, und von den Federgrößen her. Ja, hier der Otto Hut, da der Diplomat, Diplomat Excellence. Dann hier der Lamy Allstar. Na, den mache ich mal raus hier. Pelikan M200 und den Caveco AC Sport. Ja, also man sieht es schon. Ist eine recht schöne Feder. Ja, und um euch die noch mal so kurz zu zeigen, im Vergleich mit einer Waldmann Goldfeder. Ja, weil die beiden, die geben sich ja nämlich nichts. Die haben beide wunderschöne Goldfedern. Ja, hier der Grandeur. Zoom. Ja. Wirklich zwei wunderschöne Federn, finde ich. Ja. So. Was ich euch noch zeigen kann, ist, der Füller, der ist, also hier hinten, der ist auch dafür gedacht, dass man die Kappe auch also aufstecken kann. Ja, ich bin damit so ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist nämlich das Problem hier. Wenn man nämlich hier hinten die Kappe draufsteckt, dann läuft man Gefahr, den Kolbenmechanismus zu aktivieren. Ist nicht so dolle, deswegen lasse ich es. Okay, dann komme ich mal zu einem Schreibbeispiel. Ja, so, und ich habe ja gesagt, dass ich die Krawattentinte hier benutze. Ja, weil mir die echt gut gefällt, muss ich sagen. Ich bin ja, wenn es um Tinten geht, immer so ein bisschen so, ne? Ihr wisst ja, ich habe so meine Lieblinge. Und ich probiere zwar gerne aus, aber ich tue mich manchmal echt ein bisschen schwer, da Neues zuzulassen, also Neues in mein Herz zu lassen, ja. Und manchmal aber völlig unberechtigt, und es liegt jetzt nicht nur daran, weil hier das Wort Gitarre draufsteht auf Englisch, ja, sondern weil die Tinte auch echt gut ist. Ne? Also ich habe die auch in ein paar Twispies vor mir drin. Die gefällt mir echt gut. So, und ich will jetzt mal versuchen. Also, das ist jetzt hier quasi ein Live-Test, ja, ein Live-Entjungfer-Test, weil ich habe den Füller jetzt auch noch gar nicht benutzt. Ja. Ich habe mal hier so ein Tuch bereitgelegt, um die überschüssige Tinte so ein bisschen wegzukriegen. Ja, aber ich glaube, so bis zum Tintenleiter sollte man schon durchdringen. Mal so ein bisschen. Ja. So. Ich bin ja nicht so der Typ, ne, der gerne die Füller tippt oder so. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es besser, weil ich nicht sicher bin, ob ich den Kolbenmechanismus am Ende doch so sauber bekomme. Aber ist auch egal. So, also. Das hier, das ist der Otto Hut Design 08. Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, bei Otto Hut schreibt man das immer klein. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir haben hier eine 18 Karat, Goldfeder hier in der Stärke B.
Ja, da hatte sie mich extra gefragt, welche Federstärke ich bevorzuge. Und da habe ich gesagt, B. B wie breit. Ja. So, und die Tinte habe ich ja schon gesagt, das ist die, jetzt muss ich wieder spicken, Teranishi Hi Kara Gita Gold Star in der Farbe Melancholic Blue. Wenn ich die Anja Gebler richtig verstanden habe, dann hat die Firma Teranishi Hayikara damals Gitarren gemacht oder so und machen es aber nicht mehr. Und diese Tintenreihe ist so eine Art Hommage an die. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Okay. So. Und bevor ich jetzt hier mit dem Schreibbeispiel weitermache, tue ich mal hier die Draufsicht ein kleines bisschen zoomen. Ja. So. Eine richtig saftige Feder, kann man sagen. Ja, also ist ordentlich, was da rauskommt. Mit der Goldfeder gehe ich jetzt mal stark davon aus, und so ist es auch, dass sie ein gewisses Maß an Flex bietet. Natürlich geliehene Feder, geliehener Füller, übertreibe ich jetzt nicht, ja, es geht aber. Die Feder schreibt unheimlich sanft. Ja, so wie man das natürlich jetzt auch erwarten können, wollen würde bei einem Füller dieser Preisklasse, gefällt mir echt gut. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ein Otto Hood Design 07 momentan auf meinem Prüfstand ist oder beziehungsweise ich in mein Fadenkreuz, in mein Zielfernrohr gerichtet habe. Das heißt also, ein Otto Hood Design 07 wünsche ich mir noch, ja, und spätestens, wenn ich meine Ausbildung im Sommer beendet habe, wird der angeschafft. Ja, genau. So, ansonsten aber, wie gesagt, die Feder schreibt unheimlich saftig. Es gibt absolut keine Probleme, was die Federbearbeitung angeht. Also da schleift nichts, da kratzt nichts. Ein gewisses Maß an Feedback ist auch hier da, aber auch das hat mit Kratzen null zu tun. Und da muss ich sagen, hat Otto Hood eine richtig gute Arbeit gemacht, ja. Bisher auch bei den anderen Otto Hood Modellen, zwei jetzt noch einer gewesen, bin ich überrascht gewesen, wie gut die Federn schreiben. Ja, das muss ich echt gesagt zugeben, ja. So, und dann haben wir hier noch diesen Nässe-Test quasi. Ja, da muss ich sagen, dafür, dass die Feder so breit schreibt, klar, es ist auch eine breite Feder, klar. Ist das Maß, was an Tinte aus dem Tintenleiter herauskommt, auch absolut akzeptabel. Ja, mal gucken mit dem Reverse Writing. Ja, was mir nicht wirklich wichtig ist, aber manchmal zeige ich es ganz doch nochmal ganz gerne. Funktioniert auch einwandfrei, hat ein bisschen mehr Feedback. Ja, lässt die Tinte dann auch ein bisschen heller erscheinen. Super, wunderbar. Also auf jeden Fall ein Füller, mit dem man richtig gut vor allem schnell schreiben kann. Also Unterschriften, richtig toll. Was man ja auch erwarten kann eigentlich. Ne? Den Füller gibt es mit der Federstärke EF, F, M und B. Ja, und wem das nicht genügt, der kann den Füller mit der Feder immer noch zu einem Nippmeister schicken und sich die umschleifen lassen oder so.
Auf jeden Fall ziemlich geiler Mist, ja, muss ich echt sagen. Also Otto Hut macht gute Füller. Bei dem Design 0, was war das? Design 05, nee, 04, glaube ich, war es. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch hier die Tinte passt, finde ich es auch sehr gut zu dem Füller. Und ja, ich glaube, ich habe das dann soweit alles gezeigt. Ich hier auf dem Kolbenmechanismus, da ist dann hier die Aufschrift Germany eingestanzt oder eingelasert, zusammen mit einer Art Seriennummer, die ich jetzt absichtlich mit dem Daumen verdrücke, Quatsch, wegdrücke, verstecke. Ja, weil ich nicht sicher bin, ob das so gezeigt werden soll oder darf. Egal. Auf jeden Fall ein richtig toller, schöner Füller. Für, so also jetzt nicht für Leute, die wenig Geld haben oder sowas. Ja, wie gesagt, aktueller Preis 1150 Euro. Muss man wissen, ob man das haben möchte. Ist das wert? Ich finde, ja. Das Design ist, mag Geschmackssache sein, aber ich finde es besonders dann, wenn man das Teil in der Hand hat, ja. Und jetzt zoome ich hier wieder ein bisschen raus. Besonders dann, wenn man das Teil hier wirklich in der Hand hat, ja. Und selbst ausprobiert hat, kann man doch echt sehen, dass Bilder und Videos das eine sind, so ein Teil aber selbst mal so in der Hand zu haben und auszuprobieren, doch eine ganz andere Sache ist. Ne? Okay, Freunde, ja, dann war es wieder für heute mit meinem Review vom Otto Hut Design 08. Ja, liebe Anja Gebler, ich danke dir recht herzlich für deine Leihgabe. Ich werde ihn säubern und dann werde ich mit dir klären, wie und auf welchem Wege ich ihn dir wieder zurückkommen lasse. Okay, Freunde. Dann, wie gesagt, bin ich am Ende für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Dann fragt bitte sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.